Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch kurz zeigen, wie ich meine Tomaten und Paprika pikiere. Zum Pikieren ein gewisses Werkzeug, eine Auffangschale, ein bisschen kleines Werkzeug zum Ausheben, ein Teil zum Lochern, zum Beschriften, ein Stück Kreide und kleine Täfelchen, wo wir natürlich dann aufschreiben können, was wir dann pikieren. Ich habe mir Pflanztöpfe geholt mit einem Durchmesser von ca. 10 x 10 cm. Das sollte ausreichen, um Wurzelbildung gut ausprägen zu lassen. Ich zeige es euch jetzt anhand von drei Schälchen. Das soll ja auch hier alles ganz unkompliziert sein. Ich benutze übrigens weiterhin die Aussaaterde. Davon habe ich doch genug übrig gehabt. Und wegschmeißen sollen wir ja in der heutigen Zeit ja sowieso nicht so viel. Ich befülle sie eigentlich komplett fertig, drücke sie relativ gut an, also so, dass das Wasser, was ich denen gebe, nicht gleich komplett wieder durchsickert. Falls euch das Video übrigens gefallen sollte, dann lasst mir doch einfach ein Like da und abonniert meinen Kanal. Das kostet nichts und mir hilft es auf jeden Fall ein bisschen weiter zu wachsen. Jetzt ist eigentlich schon 50% der Arbeit getan. Jetzt mache ich da einfach ein paar Löcher rein, gehe fast bis runter auf den Grund, verschaffe mir noch ein bisschen Platz mit dem Finger, so dass die kleine Pflanze gut und tief reingeht. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn wir wollen ja die Wurzel nicht verletzen. Man kann das mit dem mitgelieferten Teil oder auch mit dem Löffel rausholen. Ich suche mir eine starke Pflanze aus, gehe ganz tief runter und hebe das dann vorsichtig aus. Dabei fasse ich nicht an dem Stiel, sondern an dem Blatt, um den Stiel nicht zu verletzen. Dann wird die Blüte einfach reingesetzt. Dann fange ich an, vorsichtig einmal drumherum die Erde reinfallen zu lassen. Das war es eigentlich schon. Das mache ich jetzt mit den anderen beiden Töpfen genauso. Ich suche mir starke Pflanzen raus und die anderen Kleinpflanzen, die lasse ich auch noch und hoffe, dass sie natürlich auch weiter wachsen, denn die sollen ja später auch pikiert werden. Ich setze die Pflanzen auch tiefer, denn so können sie auch noch mehr Wurzeln bilden. Tomaten sind auch sehr robust, die können wirklich einiges ab. Ich habe ja schon einige Jahre jetzt Tomaten angepflanzt auf dem Balkon
Und die sind immer was geworden. Und auch mit wenig Erfahrung hatte ich sehr guten Erfolg und eine ertragreiche Ernte. Es gibt auch welche, die lassen einfach die Erde an der Wurzel dran. Und ich möchte euch zeigen, auch das funktioniert. Also ihr müsst nicht die alte Erde von der Wurzel befreien, sondern einfach rein, runterdrücken und mit der neuen Erde ein bisschen andrücken, vielleicht noch ein bisschen Erde obendrauf und dann gießen. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Und wie gesagt, Tomaten, die können wirklich einiges ab. Jetzt wird einfach nochmal richtig gut gegossen, also so, dass die Erde auch gut nass ist. Danach stelle ich sie auch nicht mehr auf die Fensterbank bzw. an die Heizung, sondern sie kommen bei mir jetzt unten auf den Fußboden, denn da ist es ein wenig kühler. Denn nach dem Pikieren oder beziehungsweise schon nach der Keimung sollten sie nur noch eine Temperatur von 18 Grad etwa haben. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.